Die Mainzer Bevölkerung ist geschockt. Nach der Kommunalwahl am vergangenen Sonntag steht fest, das Kohlekraftwerk wird gebaut. Nachforschungen des Bundesnachrichtendienstes ergaben, eine einzige nicht abgegebene Stimme fällt die Entscheidung. Seitdem ist das Chaos in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt ausgebrochen. Die Menschen gehen in Panik auf die Straße und machen ihrer Wut Luft. Befragt zu den Vorkommnissen sprechen die Mainzer Bürger eine klare Sprache. Ich bin für erneuerbare Energien und gegen das Kohlekraftwerk. Der Arsch hat unsere Zukunft gefährdet. Wegen der faulen Sau bekommen wir jetzt ein Kohlekraftwerk. Hängt das Schwein, hängt es höher! Wohnt diese Person? Die Proteste machen nicht an den Mainzer Stadtgrenzen Halt. Nach Korrespondentenberichten sammelten sich in Athen spontan Zehntausende empörte Bürger, um gegen die Entscheidung zu demonstrieren und sich auf die Suche nach dem Nichtwähler zu machen. Dieser schrieb in einer E-Mail, die uns vorliegt, er hätte die Wahl einfach vergessen. Ihr habt es gehört, das Kohlekraftwerk wird gebaut. Lasst uns losgehen, den Verantwortlichen zu finden. Ich habe keinen Bock mehr, mich von solchen Idioten verarschen zu lassen. Ist das die Zukunft von Mainz? Rauchende Schlote, verschmutzte Luft, Klimaschäden für die ganze Region? Gunter Schwarz, Mainzer Arzt und Kohlekraftgegner, befragt auf die Auswirkungen der Nichtwahl. Hauptproblem wird sein, dass es zu einer erhöhten Rate von Herzinfarkten und eventuell auch Schlaganfällen kommen wird. Ja, Mainz wird ein dunkler Fleck auf der Landkarte sein. Eine Zukunft mit sauberem Strom aus erneuerbaren Energien scheint für die Region Mainz in weite Ferne gerückt zu sein. Tabea Rösner von den Mainzer Grünen findet nur noch Worte des Bedauerns. Wir bedauern es außerordentlich, dass wegen eines einzigen Nichtwählers der Ausbau der erneuerbaren Energien in Mainz nun gestoppt wird, dass ein Kohlekraftwerk gebaut wird. Das ist ein Rückschritt für Mainz, das ist ein Rückschritt für die Region und das ist natürlich ein Rückschritt für den Klimaschutz. Problematisch scheint auch zu sein, dass gefährliche Halbwahrheiten über erneuerbare Energien kursieren. Den Bedarf der Stadt Mainz durch Solarthermie dann produzieren würden. Während, Solarthermie können Sie nur heizen, dann kriegen Sie keinen Strom raus. Oder durch...